Die Entwickler können gar nicht genug von neuen Sims 4 Sets bekommen, denn ganz frisch wurde jetzt das Leseecke und Grunge Revival Set veröffentlicht. Was hier drin steckt, klären wir in diesem Video. Obwohl Sets in The Sims 4 vergleichsweise frisch sind, haben wir bis jetzt sehr viele Sets erhalten und die neuesten davon, das Grunge Revival und Leseecke Sets, sind frisch erschienen. Wie ihr schon seht, bin ich im Erstelle einen Sim-Modus, das bedeutet im Umkehrschluss, wir fangen mal mit dem Grunge Revival Set an. Hier haben wir diese zwei neuen Paar Schuhe bekommen, die wir schon hier sehen. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, wir beginnen gerade erst mit dem Video, aber schon direkt mein Highlight. Ich habe die schon in den ersten Screenshots gesehen und ich fand die so geil. Ich finde es genial, dass wir jetzt mal wieder neue, schöne Schuhe bekommen haben. Auch jetzt hier von den Farben ist einiges dabei, auch wieder so ein bisschen schwarz. Die üblichen Standardtöne, jetzt nichts Überraschendes. Aber wir haben hier endlich so Schuhe, die so ein bisschen an Vans angelehnt sind, meiner Meinung nach. Das sieht sehr so aus. Hier mit diesem Karo-Muster gibt es bei den Vans ja auch ganz oft so ein bisschen verschiedenere Muster. Und so Schuhe in der Art hatten wir tatsächlich noch nicht. Für alle, die mich privat kennen, die wissen schon, ich trage ausschließlich Vans aus irgendeinem Grund. Das habe ich mir so angewöhnt. Ich weiß schon, welche Schuhe ich ganz oft demnächst in The Sims 4 benutzen werde. Das war jetzt hier ein ganz leicht komischer Ausflug in die Welt der Schuhe. Jetzt gehen wir hier mal zurück, so wie wir es normalerweise machen mit den neuen Erstelle ein Sim-Oberteilen. Boah, da haben wir wirklich eine ganze Menge bekommen für ein Set. Das hat ja schon fast so eine Gameplay-Pack-Größe. Also wir haben zum einen dieses neue Oberteil hier. Bisschen knapper, bisschen bauchfrei. Unterschiedliche Muster. Es lohnt sich auf jeden Fall hier durchzugehen. Wow. Okay, das hier ist sehr cool. Ich glaube, das ist wirklich so ein Oberteil, was viele von euch irgendwie verwenden werden. Dann haben wir dieses hier bekommen, auch verschiedene Muster. Also diesmal, es scheint auf den ersten Blick so, ja, hier, es geht so weiter, als wären hier unfassbar viele verschiedene Muster mit drin. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich meine, ganz ehrlich, diese Grundform vom Oberteil haben wir nämlich schon, glaube ich, bereits so im Spiel. Aber so diese Muster auf jeden Fall noch nicht so viel. So, dann ein neuer Pulli. Der ist sehr oversized hier mit diesen Taschen an der Seite. Boah, also der Print gefällt mir auch hier irgendwie ganz gut. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Von diesen Schnüren sieht auf jeden Fall auch ganz cool aus. Oh, es lohnt sich auch ein bisschen auf die Rückseite hier scheinbar zu gucken. Hier gibt es auch noch ein Muster. Gehen wir mal weiter. Hier das ein bisschen grauer. Okay, also auch wieder dieses Muster hier aufgegriffen. Man könnte jetzt natürlich auch das Wort recycelt in den Mund nehmen. Ich muss zugeben, dass ich von diesen ganzen Untergruppierungen und so nicht so viel Ahnung habe. Aber ich glaube, so Sachen sind ja gerade schon relativ angesagt auf jeden Fall. Das hier sieht ziemlich episch aus. Ich finde, das hat schon fast so ein bisschen was Mystisches hier mit diesem Auge. Ich fühle mich glatt hier ein bisschen beobachtet. Aber dieses Auge macht mir auf jeden Fall Angst. Okay, das ist sehr cool. Also ich muss wirklich sagen, die Sachen treffen bisher wirklich sehr meinen Geschmack. Finde ich sehr cool. Ich habe einen Kommentar im letzten Video gelesen, dass einige gemeint haben, dass zum Beispiel diese Klamotten schon so im Werwölfe-Pack ein bisschen vorhanden sind. Das hatte ich auch das Gefühl. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung hier nochmal ein bisschen die Werwolf-Sachen angeschaut. Und da gibt es schon einige Überschneidungen, sage ich mal. Wenn wir jetzt hier den Filter mal rausmachen, ja. Also wenn ihr euch das mal anseht, vom Stil kommt das schon sehr gut an das Werwolfs-Gameplay-Pack ran. Das Lama ist ja witzig. Auch so, okay, also dieser Cut hier würde ich jetzt in echt wahrscheinlich nicht so anziehen, aber ist auf jeden Fall auch sehr special. Ich muss zugeben, das sind halt wirklich mal so richtig schön alltagstaugliche, coole Klamotten, die mir wirklich gut gefallen. Nee, also bis jetzt kann ich gar nicht so viel Negatives sagen. Dieses Outfit ist ganz cool. Wenn ihr Werwölfe habt, braucht ihr es jetzt vielleicht nicht unbedingt, also weil sich die Sachen wirklich einigermaßen überschneiden. Natürlich nicht unbedingt von den einzelnen Sachen, aber so vom generellen Stil. Wow, okay, also hier auch wirklich mit ganz krassen Mustern hier so ein bisschen zusammengeflickt. So ein ähnliches Hemd habe ich ja sogar ebenfalls im Kleiderschrank. Wir haben ja so ein bisschen dieses Netzoberteil noch. So ein bisschen durchsichtig, ja, warum denn nicht? Okay, das sieht jetzt schon eher so ein bisschen merkwürdig aus. Die Kombi mag ich jetzt nicht so gern. Ja, okay, dann ist es vielleicht ein bisschen zu bunt. Meiner Meinung nach passt es hier nicht so gut, aber ich denke, viele von euch sind auch immer, wenn ich diese Klamotten vorstelle, anderer Meinung. Auch hier wieder so ein bisschen wärmer mit diesen verschiedenen Layern. Auch ziemlich detailliert hier. Okay, der Knopf hier sieht sehr verzogen aus von der Textur, das ist sehr schade. Aber so hier, das sieht schon sehr detailliert aus, kann man nicht sagen. Und dieses T-Shirt hier ist ebenfalls neu. Ich finde es so witzig. Ich habe fast das Gefühl, dass diese Sachen mehr Sachen sind, die so Teenager anziehen
Und da waren die Sachen im Highschool-Jahre-Pack, was ja auch sehr für Teenager ausgelegt war, doch ein bisschen weiter weg, meiner Meinung nach. Also ich finde, wenn ich jetzt hier so durch die Innenstadt laufe, würde ich sowas eher bei Jugendlichen sehen, als das aus dem Highschool-Jahre-Pack, obwohl die Sachen natürlich auch relativ schick waren. Wir haben dieses Gesamtoutfit bekommen, da habe ich schon viel Kritik gelesen, weil es dieses leider nicht ohne diesen Rucksack hier hinten gibt. Ich meine, ganz ehrlich, der sieht schon sehr krass aus. Also hier mit diesen Schnallen hier. Im Basisspiel wäre das wahrscheinlich noch alles auf die Textur draufgezeichnet worden. Aber mittlerweile machen die Entwickler das ja nicht mehr, arbeiten ein bisschen detaillierter. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, diese Kombination aus dem T-Shirt und diesem Kleid finde ich persönlich ja sehr merkwürdig. Aber wie schon gesagt, ich kenne mich da sowieso nicht so doll aus. So, weiter zu den Hosen. Auch immer ein wichtiges Thema. Wir haben einmal diese hier. Auch wieder mit so kleinen Prints, so kleinen Mustern. Sieht aus, als wäre da sowas draufgeschrieben. Kann man natürlich nicht lesen. Ich meine, die Google-Übersetzer-App wurde noch nicht auf Simlish geupdatet. Da fehlt noch einiges. Oh ja, doch, die ist eigentlich ganz cool. Ehrlicherweise hatten wir wahrscheinlich mit 1000 Packs auch schon mal so in der Form. Von dem her jetzt kein Must-Have. Die Hose sieht jetzt für mich aus wie so eine Pyjama-Hose. Ja, ganz ehrlich, also ist, glaube ich, gerade auch einigermaßen angesagt. Ist ja jetzt auch so leicht oversized hier. Ja, kann man mal machen. Haben die Entwickler auf jeden Fall gesagt, die muss mit rein. Die Hose finde ich da persönlich schon ein bisschen cooler. Auch wenn ich das mit den Streifen jetzt nicht so ganz verstehe, aber das muss ich ja auch nicht immer. Ja, ganz ehrlich. Farbauswahl ist auch einigermaßen solide. Ich glaube, die Farben passen hier auch ganz gut zusammen. Ich sehe schon, diese neue Mütze, die habe ich schon auf Twitter gesehen und die ist wirklich genial. Hier so mit diesem sehr fetten Label an der Seite. Gibt es das auch mit unterschiedlichen Labeln? Ja, tatsächlich. Gibt es auch in unterschiedlichen. Ich mag auch die Textur hier sehr gerne, dass es hier so ein bisschen abgenutzt aussieht. Ja, erinnert zwar auch wieder so ein bisschen an die eine aus dem Basisspiel, aber mag ich prinzipiell trotzdem sehr gerne. Während wir uns hier noch dieses neue Tattoo angucken, muss ich natürlich nochmal so ein bisschen allgemein die Thematik der Sets ansprechen. Weil, wenn man ehrlich ist, mir persönlich sagen die Sachen sehr zu. Ich finde die ziemlich schick. Aber in einer gewissen Weise sind die auch einigermaßen unnötig, wie es bei vielen Sets der Fall ist. Da fand ich zum Beispiel dieses blühende Räume-Set gar nicht unnötig. Das hatte irgendwie auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Hier, wenn ihr die neuen Klamotten geil findet, go for it. Aber so an sich braucht ihr die natürlich irgendwie nicht wirklich. Bei meinem letzten Video hat mir nämlich jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich an vielen Stellen zu unkritisch bin und gerne mal die Sets auch, sagen wir mal, ich würde jetzt nicht mal sagen verteidige, aber ich bin ja oft, glaube ich, im Vergleich zu anderen Sims-YouTubern einigermaßen positiv gestimmt. Ich bewerte immer so die Inhalte in sich im Vergleich zu anderen Sets. Ich meine, an sich ist die Set-Kategorie ja schon einigermaßen frech. Wir bekommen relativ wenig Inhalte für relativ viel Geld, wenn wir das jetzt mal vergleichen. Ich habe mit den Accessoire-Packs, die kosten nur 5 Euro mehr, aber bringen dann halt deutlich mehr Inhalt, mehr als doppelt so viel. Von dem her ist es natürlich nicht ganz so fair. Schreibt mal gerne mal in die Kommentare, ob ich für euch ein bisschen zu unkritisch bin. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ein paar kleinere Accessoires gibt es noch. Und zwar eine neue Brille. Das wäre diese hier, die ist schon sehr auffällig. Ja, okay. Ja, ich verstehe schon, wo das hingehen soll, diese Brille. Aber haben wir die nicht auch schon so in ähnlicher Ausführung tausendfach im Spiel? Wäre jetzt für mich nicht so ganz nötig gewesen. Ich finde, die passt auch gar nicht so krass zu den anderen Klamotten, weil die ja eher so ein bisschen alternative sind. Und ich finde, hier mit diesem Diamanten auf der Seite wirkt das fast so ein bisschen wie so eine Schickimicki-Luxusbrille hier. Aber ich glaube, das hat jeder von euch. Es gibt immer mindestens ein Objekt im Pack, was irgendwie total fragwürdig ist und wo man sich fragt, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Das wäre dann für mich jetzt diese Brille. Dann diesen Armreif hier, das ist ja so ein Gummiband, womit man seine Haare so zusammen machen kann. Habe ich auf Twitter auch viel gelesen, dass das bei vielen gut angekommen ist. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch nicht so ganz die Zielgruppe für, davon habe ich keine Ahnung. Deswegen bestimmt ganz cool oder auch nicht, je nachdem. Die ist jetzt hier in der Leggings-Kategorie mit drin. Ich finde, für mich sieht das jetzt eher aus wie so eine kurze Hose. Deswegen, ja, die ist doch ganz okay. Mag ich eigentlich auch ganz gern. Wahrscheinlich werde ich die nie benutzen, weil sie jetzt hier in den Leggings ist und ich meinen Sims eigentlich nie Leggings anziehe. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, bin ich jetzt gar nicht durch die Männerkategorie gegangen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Männer eigentlich wirklich genau die gleichen Oberteile bekommen haben. Da gibt es jetzt nichts, was für Männer, glaube ich, exklusiv ist. Nee.
Jetzt sind wir auch schon beim Leseecke-Set, ebenfalls neu. Da sind im Baumodus ganze 25 neue Objekte hinzugekommen, die schauen wir uns mal an. Wie der Name schon sagt, widmen sich natürlich so ein bisschen eher dem Lesen. Es gibt natürlich ein paar neue Bücherregale und unter anderem diese Wand hier, die ich persönlich auch wieder leider so ein bisschen unnötig finde. Ich glaube, so eine haben wir wirklich in der Art schon ganz oft im Spiel gehabt. Ja, irgendwie habe ich jetzt gerade hier spontan diesen ganz coolen Effekt irgendwie gebastelt. Jetzt weiter zu den Möbeln. Ich glaube, auch bei den Möbeln ist es einfacher, einen neuen Stil, den es noch nicht gab, ins Spiel zu bringen. Einfach, weil man da irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Wir haben diesen neuen Sessel bekommen, der für mich persönlich sehr gemütlich aussieht. Ja, ich mag diese Streifenmuster hier nicht so ganz, aber die Farbalternativen sind eigentlich ganz cool. Wir machen mal mit dem Sofa weiter. Wäre natürlich auch traurig, wenn es zu dem Sessel nicht ein passendes Sofa gäbe. Dann wäre die Inneneinrichtung im Wohnzimmer schon so halber verhunzt. Ja, ganz ehrlich, gleicher Stil. Ich mag es unfassbar gern, dass die Entwickler hier diese Decke hier integriert haben, die hier so runterläuft. Sowas hat mir, glaube ich, sehr wenig im Spiel. Ich meine noch gar nicht. Von dem her, cooles Detail auf jeden Fall. Warum ist dieses Kissen so dermaßen weit rausgezogen hier? Das sieht so ein bisschen komisch aus. Ja, doch. Aber an sich mag ich das Sofa doch ganz gern. Dann haben wir diesen kleinen Couchtisch bekommen. Hier sieht man auch schon passend thematisch den Bezug hier mit den Büchern. Gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Farbalternativen. Ich hoffe gleich mal, dass das Holz hier natürlich zusammenpasst. Ja, ist jetzt irgendwie so eine Sache, die hier natürlich mit reingehört. Man hätte natürlich jetzt auch einfach bei den normalen Tischen hier so einen Slot hinmachen können. Hätte man die Bücher auch selber reinpacken können, aber so haben die Entwickler das natürlich nicht gemacht. Dann haben wir hier diesen kleinen Kaffeetisch. Genau, die Farbalternativen hier passen gut zusammen. Das ist mir immer ganz wichtig. Wir haben diesen Bücherstapel bekommen, den man an einer Wand platziert. Ach so. Das ist hier quasi, ja, so ein kleines Regal. Okay, lustiges Detail. Es ist jetzt hier zwar so ein Regal, wo man auch Sachen draufstellen kann. Es ist ja in dieser Bücheroptik, das finde ich auf jeden Fall ganz witzig. So für kleine Lesemäuse, die so ein bisschen chaotischer unterwegs sind, ist es doch, glaube ich, ganz cool. Dann haben wir diesen Bücherstapel bekommen, der einen kleinen Trick drauf hat. Und zwar diese Stapelfunktionalität hier. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Endlich, ganz ehrlich, eigentlich so eine einfache Sache. Jetzt haben die Entwickler hier auch mal was reingebracht, was man wirklich stapeln kann. Jetzt kann man hier theoretisch wirklich ein bisschen übertreiben und den weltgrößten Rekord für einen Buchstapel aufstellen, wenn man das bei den Sims möchte. Ich bringe euch hier die ganz sinnvolle Inspiration, die man auf jeden Fall braucht. So, ja, also ist auf jeden Fall auch ganz cool. Von den Holztönen ist einiges dabei. Dieses rötliche Holz, was wir bei vielen Objekten haben, fehlt leider. Ja, okay, viele verschiedene Holztöne. Was ganz gut ist, okay, das fällt mir hier gerade so auf. Es gibt zwei Farbalternativen immer jeweils mit dem gleichen Holz. Wenn man jetzt hier quasi mehrere Regale hintereinander macht, die übrigens hier auch modular sind, wie man es gerade gesehen hat, dann ja, merkt man auf jeden Fall nicht, dass es genau das gleiche Regal ist oder nicht so schnell, weil es hier einfach unterschiedliche Farben gibt. Ich finde es ganz gut, dass diese stapelbaren Möbel, die ja erstmalig mit traumhaftes InDesign ins Spiel gekommen sind, nicht die einzigen waren. Die Idee ist ja auch in der Community sehr gut angekommen. Hier gibt es aus irgendeinem Grund mehr Farbalternativen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, also quasi genau das gleiche Regal, bloß halt nochmal mit Büchern drin. Muss natürlich auch sein. Wir haben diese Buchstützen bekommen, die man unter anderem auch hier mit reinmachen kann. Haben wir, glaube ich, auch einigermaßen ähnlich schon im Spiel. Ja, irgendwie jetzt quasi nochmal das Gleiche, bloß einfach doppelt so hoch. Okay. Ja, wäre jetzt meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen. Also dann kann ich ja auch einfach per Hand die jetzt hier übereinander stapeln. Da wirkt es auch fast wieder so, als hätten die Entwickler einfach so ein bisschen die Objekteübersicht strecken wollen, was natürlich sehr schade ist. Macht auf den ersten Blick schon mal einen sehr schicken Eindruck mit diesem Motiv. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Okay. Ja, also die Farben sagen mir auf jeden Fall zu. Das sieht hier wirklich so aus, was vielleicht in so einer Buchhandlung irgendwie hängen könnte. Das mag ich sehr gerne. Die Motive sind ganz cool. Ist es ein Buchhäuschen? Man könnte es fast so nennen. Ja. Okay, finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Dann haben wir dieses Objekt hier bekommen. Eine Kaffeetasse, ein Buch. Ja, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, was anderes als Bücher können wir in diesem Pack natürlich nicht erwarten.
Keine Ahnung, dazu habe ich jetzt irgendwie nicht so eine richtig krasse, ausgeprägte Meinung. Können wir, glaube ich, im Spiel auch schon irgendwie so machen. Oh, die Kombination ist echt süß mit diesem Korb und die kleine Pflanze drin. Ja, doch, das mag ich ganz gern. Gehen wir hier auch nochmal durch. Auch so ein bisschen eher so beigere, pastelligere Farben. Auch ganz viel grau und braun und so. Ja, doch, kann man nicht meckern. Diesen Teppich finde ich leider bisschen unnötig. Hatten wir, glaube ich, mit einem der letzten Sets schon irgendwie so. Hier bei diesem Objekt ist natürlich hier wieder alles miteinander verklebt. Das liebt die Community, ja, da kenne ich euch. Ah, okay, die Sprenkler hier sind ganz witzig, das mag ich. Also einmal so ein bisschen komplett Glas und dann so ein bisschen weniger transparent. Ich finde, das Deko-Objekt sieht wirklich sehr modern aus. Ja, ganz ehrlich, warum denn nicht? Und diese Lampe hier ist ebenfalls ein Teil dieses Sets. Quasi der große Bruder dieser kleinen Lampe hier. Ja, also von den Farbalternativen hatten wir auch schon mal mehr. Ich finde, hier stört es jetzt auch nicht so arg, weil es einfach relativ neutrale Farben sind. Die passen hier ganz gut. Und besser gesagt, auch noch mehr Bücherregale vom irgendwie gleichen Typ. Wenn wir jetzt die hier aufeinander stapeln, seht ihr da einen Unterschied? Okay, die Bücher sind hier anders, aber da hätte ich mir fast gewünscht, dass hier entweder noch ein bisschen mehr Deko drin gewesen wäre oder die Regale hier einfach auf einer anderen Höhe angeordnet gewesen wären. Das hätte ich auf jeden Fall sehr sinnvoll gefunden. Ich glaube, das Regal gibt es jetzt hier nochmal in einer anderen Ausführung. Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Objekte an sich sind echt schick, treffen meinen Geschmack. Es gibt jetzt keinen krassen Downer, den es manchmal in so manch anderem Pack irgendwie gab. Da gab es ja schon viel schlimmere Sets. Die Bücherregale hat man nämlich jetzt auf den Screenshots nicht so perfekt sehen können, wie die genau im Spiel funktionieren. Ich muss halt sagen, die sind mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu ähnlich hier. Also wir haben hier, wenn man genau hinguckt, glaube ich, 4 verschiedene Typen an Regalen hier drin. Die sehen aber alle so ähnlich aus. Deswegen, da hätte ich mir doch fast lieber entweder ein Zweier-Set gewünscht. Also ja, einmal die Hälfte in einem einen Stil, die andere Hälfte in einem anderen Stil. Dann hätte es irgendwie Sinn gemacht und dann verschiedene Ausführungen. Oder einfach, dass die Regale von diesem einen Set ein bisschen unterschiedlicher jeweils sind. Mal hier so eine andere Höhe, dann vielleicht hier nochmal so eine Trennung zwischendrin oder so. Dann sieht es ja auch an der großen Wand echt episch aus. Aber wenn man jetzt die nebeneinander setzt, dann sieht man ja sofort, dass die hier genau gleich sind. Okay, selbst wenn man die umfärbt, ja, das ist auf jeden Fall cool, dass sie das eingebaut haben. Also ich finde, das hier sieht schon sehr ähnlich aus. Das ist zwar jetzt nicht so modular, aber wenn man jetzt 5 davon nebeneinander steht, finde ich, hat es so einen ähnlichen Effekt irgendwie. Natürlich nicht genau gleich, aber es geht schon in eine sehr ähnliche Richtung. Hier oder dieses Highschool-Jahre-Objekt sieht irgendwie auch einigermaßen ähnlich aus. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Da hätte ich mir jetzt vielleicht noch so ein paar unterschiedlichere Regale gewünscht. Wenn euch diese Objekte zusagen, dann, ganz ehrlich, kann man euch da jetzt auch keinen Vorwurf machen. Ich finde, die Auswahl hier ist ganz solide. Ist jetzt für mich jetzt auch nicht so ein Must-Have-Pack. Hätte man jetzt hier vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ganz ehrlich, der Stil sagt mir zu. Ansonsten ist es ja eigentlich ganz nett. 25 Objekte in beiden Sets, die ich jetzt vorgestellt habe. Wenn ihr schon mindestens 10 Packs habt, braucht ihr die auf jeden Fall nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ihr noch kein einziges Set habt und euch eure Eltern was zum Geburtstag schenken wollen, aber nichts zu teures, könnt ihr ja vielleicht auch mal die Sets vorschlagen. Ihr habt meine Meinung gehört, schreibt mir gerne mal eure in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Da freue ich mich auf jeden Fall immer zu lesen, was ihr so denkt. Vielleicht sind wir da ja auch ganz anderer Meinung. Und damit würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.